up from the sunshine on my face. Wir überwintern nun zum dritten Mal in Spanien. Wie in der Heimat gibt es natürlich auch hier im Süden so etwas wie einen Alltag. Und dieser besteht nicht nur aus Cerveza trinken und Paella essen. Das Leben in Spanien besteht natürlich nicht nur aus Dolce Vita, sondern es gibt auch zu arbeiten. Wir haben verschiedene Projekte zu erledigen und das geht sehr gut hier vom Wohnmobil aus. Wir machen das meistens an den langen Winterabenden oder wenn das Wetter mal schlecht ist oder wie heute, wenn es den ganzen Tag stürmt. Es gibt nicht nur Büroarbeiten zu erledigen, sondern natürlich auch viele andere Dinge. Guten Morgen, wir fahren heute mit dem Fahrrad auf den Markt. Dienstag ist in Nerja jeweils Markt und wenn immer möglich, kaufe ich das Gemüse gerne auf dem Markt ein. Vielleicht finde ich auch sonst noch was Hübsches. Unsere Fahrräder schließen natürlich sehr gut ab auf dem Markt und auch wenn wir in die Stadt fahren, weil vor 2 Jahren wurde uns hier bekanntlich in Spanien eins geklaut, ein Biobike. Und die E-Fahrräder sind natürlich noch begehrter. Wir verwenden jetzt 2 Schlösser, eins mit Stufe 5 und eins mit Stufe 8 sogar. We're drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in. Karin hat schon was gefunden, scharfes Gewürz. Ich habe extra scharfes Chili gekauft, einmal mehr, und da freue ich mich jetzt schon, um auszuprobieren, wie scharf das wirklich ist. Fahrräder sind noch hier, Glück gehabt. Jetzt gehen wir ein Städtchen noch einen Kaffee trinken. Es stürmt zwar im Moment stark, aber wir versuchen jetzt mit den Fahrrädern nach Nerja zu fahren, weil dort gibt es einen Faschingsumzug und den möchten wir uns anschauen. Wir sind jetzt in Nerja eingetroffen, in der Nähe des Balkon Europa heißt es. Und wie wir sehen, haben sich schon viele Leute versammelt, die auf den Umzug warten.
Tomaten habe ich hier auf dem Mochenmarkt schon gekauft und Avocado, die gibt es hier auf dem Campingplatz. Da stehen überall Avocado-Bäume und die kann man dann an der Rezeption kaufen. Frisch, so quasi, frischer geht gar nicht mehr. I wanna see your face. Never will I be the same again. Andalusien ist ja unter anderem bekannt für die weißen Dörfer in den Bergen. Oberhalb von Nerja befindet sich Frigiliano, heißt das. Genau, und da fahren wir jetzt mit dem Mountainbike hin und schauen es uns an. Well, I thought I knew what life was all about. That song had already been sung. Nach Nerja geht es zuerst eine Rammel entlang ins Landesinnere und jetzt hier relativ steil den Berg hoch, wunderschön durch Avocado-Plantagen. Die Avocados liegen hier teilweise sogar zerquetscht oder noch ganz auf dem Weg rum und so eine haben wir jetzt mitgenommen. Das Frigiliano ist echt schön gelegen und sehr gepflegt. Und jetzt nehmen wir uns einen Kaffee hier. Wir leben zwar in einem Wohnmobil, aber der Haushalt bleibt uns deswegen natürlich nicht erspart. Abwaschen, abtrocknen, aufräumen, putzen oder Fern- und Entsorgen gehören genauso zum Alltag wie die Büroarbeiten oder Ausflüge und Sport. Manchmal erhalten wir sogar Besuch hier in Andalusien unten. Heute ist Lorena und Janik sind zu Gast. Janik schafft mit Karin zusammen. Wenn sie mal arbeitet, dann wieder. Und Lorena kennt Spanien sehr gut. Sie kann sogar Spanisch. Ja. Kannst du vielleicht einen Gruß an unsere Zuschauer sagen? Hola, que tal? Muchos saludos. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Bis später. Tschüss. Tschüss. Also Lorena hat noch eine spannende Geschichte, und zwar ist sie nicht nur wegen Janik hier, sondern in Sevilla möchte sie den Sevilla-Marathon laufen. Kannst du mal was dazu sagen? Genau, der findet am Sonntag in Sevilla statt. Ich habe jetzt trainiert seit September und bin gespannt, ob ich ins Ziel komme. Aber ich denke, die Stimmung ist bestimmt richtig, richtig gut und ich freue mich schon sehr. Bin gespannt. Wir wünschen Ihnen schon viel Glück. Ja, danke, danke.
like I do. It's me and you. Die spanischen Friseure sind sehr günstig, wie wir festgestellt haben. Vermutlich, weil hier nicht pauschal, sondern bei so wenig Haaren pro Stück abgerechnet wird. Heute ist wieder traumhaft schönes Wetter und wir möchten es nochmals versuchen mit Schwimmen. Mal schauen, wie warm das Meer hier in Märcha ist. Wir befinden uns hier auf der Nordseite von Närcha und die Playa heißt Garabeos. Wir staunen, wie viele Leute es hier hat Mitte Februar und schon im Wasser sind. Auch wir waren übrigens drin, hat um die 15, 16 Grad warm. Und hier gibt es so Felsen mit so Buchten. Ich zeige euch die mal. Schaut echt schön aus. Morgengymnastik und Yoga verbessern die Beweglichkeit und sogar Einkaufen mit dem Fahrrad ist mit Fitness verbunden. Einkaufen ist immer ein wenig schwierig, weil der Supermarkt liegt 2 Kilometer entfernt vom Campingplatz. Folgedessen müssen wir mit dem Fahrrad fahren und haben keinen Gepäckträger. Und so verstauen wir die Lebensmittel halt im Rucksack. Begrenzter Platz. Zum Abschluss dieses Videos nehmen wir euch mit auf eine coole Bike-and-Hike-Tour auf den Pico del Cielo mit atemberaubender Sicht von den Schneebergen der Sierra Nevada bis zur Küste von Afrika. Da oben sieht man unser Ziel. Ganz schön weit entfernt noch. Ich hoffe, wir schaffen es noch da hoch. So, fertig lustig mit Biken. Von hier aus geht es zu Fuß weiter. Der Platz ist etwas weniger oben, als ich gerechnet hatte. Also das sind jetzt sicher noch 400-500 Höhenmeter. Aber die technischen Daten, die geben wir dann noch durch. Hier oben soll es auch Steinböcke geben, aber leider haben wir noch keinen gesehen, weil tagsüber werden die im Schatten in den Bäumen liegen und vor allem morgens und abends austreten. Aber eine Steingeiß kommt da hinten schon mal. Kurze Rast, bevor wir den Endspurt zum Gipfel in Angriff nehmen.
Also jetzt sind wir definitiv im Gipfelansturm drin. Da geht es ja mega steil hoch. Geschafft, also das musste man sich echt verdienen jetzt noch. Ich hoffe, dass Karin noch mal hoch schafft, aber irgendwo kommt sie da hinten noch. Mittlerweile habe es auch ich geschafft. Die Tour fand ich heute wirklich anstrengend. Und vor allem der Gipfelhang, der hat es in sich, der ging ganz schön in die Weide. I missed it all. Pour something stronger. I can't stand to remember. Even though I know it's just a phase. There's beauty. Wie versprochen noch die technischen Daten zu dieser Tour. Also der Gipfel heißt Pico del Cielo und ist 1508 Meter hoch. Dementsprechend ab Meeresspiegel knapp 1600 Höhenmeter zu bewältigen. Die Hälfte davon kann mit dem Fahrrad gemacht werden und dann die andere Hälfte, also knapp 800 Höhenmeter noch zu Fuß. Geht dann ganz schön steil den Berg hoch. Aber es lohnt sich, wie gesagt. Man sieht von Afrika bei gutem Wetter bis zu den schneebedeckten Bergen der Sierra Nevada. Last call.